Es haben ja viele verlangt und um das heute mal auszutesten, bitte sehr. So, und jetzt würde ich sagen, können wir auch rein ins Video. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Oh, Details, na die gucken wir uns doch gerne an. Und damit einen wunderschönen guten Tag, ja oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei Formel 1 2016 in unserer Karriere und ihr habt es gerade gesehen, bevor unser netter Fahrermanager kam. Wir haben die Schwierigkeit jetzt auf Legende gestellt. Ich warte aber bewusst mit dem Aufnehmen der nächsten Folge, bis das Video hier raus ist und ich alle Kommentare gelesen habe, denn ich bin gespannt. Nach Monaco ist vor Kanada und da geht's heute hin. Aktuell sind wir Zweiter in der Gesamtwertung. Gucken wir mal, wie es läuft. Wir begrüßen Sie im verregneten Montreal hier in Kanada, wo in wenigen Augenblicken das heutige Training beginnt. Wir rechnen heute mit schwierigen Witterungsbedingungen, die die Fahrer vor echte Herausforderungen stellen werden. 1999 beendete die äußere Streckenwand, welche sich bei der letzten Kurve befindet, das Rennen für drei Formel-1-Weltmeister. Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve. Seit diesem Tag wird die Wand hier auf der Île de Notre-Dame in Montreal Wall of Champions genannt. Die wohl berühmtesten Kurven der Strecke sind die Biegungen 13 und 14, die eine schnelle Schikane bilden. Dabei werden die Curbs ordentlich abgenutzt und man kommt der Wand ziemlich nah. Erwischt man aber die Curbs zu hart, ist das Rennen gelaufen. Man sieht viele Fahrer, die Fehler bei der Einfahrt in die 13 machen und die Ausweichstraße nehmen, um nicht die Wand zu berühren. Also, hier ist es richtig am Schütten. Das Wetter könnte kaum beschissener sein. Wir sprechen heute Klartext. Das wird sich heute durch die Folge ziehen. Machen wir einfach mal das Streckenakklimatisierungsprogramm mit Regenreifen. Es war deutlich schwieriger, das muss ich sagen. Also, ich habe, glaube ich, das Ganze zweimal machen müssen. Weil das aus irgendeinem Grund, also ich muss es einmal wiederholen, halt, weil ich am Anfang erstmal gar nicht klargekommen bin mit dem Regen. Es war wirklich brutal, aber ihr seht, hier haben wir es dann halbwegs hingekriegt und auch punktemäßig und farblich passt das jetzt sehr gut zusammen. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Da sagen wir dann doch artig Danke und gehen ins nächste Programm. Also violett zu erreichen war unfassbar schwer, muss ich sagen. Deswegen haben wir das hier bisher auch in keiner der Runden geschafft. In der fünften Runde haben wir es sogar in den roten Bereich geschafft. Naja, zumindest zeitlich passt das Ganze jetzt mit 4 Zehnteln vor der angepeilten Zeit. Und im grünen Bereich sind wir zumindest auch. Und das ist ja nun mal immerhin noch besser als gar nichts. Hier vorne wartet jetzt noch die Haarnadel auf uns, bevor es dann auf eine lange Fullspeed-Gerade geht. Und auch hier muss man wirklich ganz schön viel Tempo rausnehmen. Selbst mit den Regenreifen bist du ja teilweise hin und her geworfen worden. Man kann es vielleicht hier so ein ganz kleines bisschen erahnen. Also du musst sehr feinfühlig mit dem Auto umgehen. Das haben wir bei diesen Regenbedingungen an sich erst einmal hinbekommen. So, und jetzt noch hier durch diese Schikane durch. Vorbei an der Wall of Champions und jetzt einfach nur über Start-Ziel. Da eiern wir so ein bisschen nach rechts, nach links, aber... Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Na los! Ja, gut, wird gemacht, Chefe. Und dann gehen wir auch gleich ins dritte Programm. Und dort, ja, gilt es also nun, richtig gute Zeiten rauszuholen. Wie ihr seht, sind wir in unserer ersten Runde unfassbar knapp mit dabei. Jetzt haben wir allerdings gerade sehr gut hier den Schwung aus der Haarnadel mitnehmen können und haben uns jetzt 2 Zehntel Vorsprung erfahren. Jetzt wird natürlich diese Schikane sehr entscheidend für uns. Da fahren wir aber lieber ein bisschen über die Curbs, um hier unsere Zeit zu sichern und das bringt uns den Vorsprung, den wir wollen. Zeitlich passt das auch ganz gut. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box
Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. So, noch eine Runde sind wir dann nicht gefahren. Ich habe überlegt, muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Aber den war dann an sich nicht so. Ich habe aber trotzdem noch versucht, in diesem Training ein bisschen was an Zeiten rauszufahren, da ich da links oben, seht ihr es, jetzt sind wir Platz 3, da ich da gern ein bisschen mehr haben wollte. Es war aber hier einfach nicht mehr drin bei diesen Regenbedingungen. Wir haben aber unser Bestes versucht und im Endeffekt reicht's für. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Vettel, Raikkonen und Max Verstappen. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Also Platz 7 ist ja nicht so berauschend. Wir sind danach direkt in das nächste Training gegangen. Also wir sind in Training Nummer 2. Ressourcenpunkte reiche ich euch dann nachher noch einmal nach. So, und wir wollten jetzt mit den ultravioletten Reifen bei eigentlich guten Rennbedingungen hier versuchen, das Beste rauszuholen. Wir konnten also jetzt hier ohne Einschränkung fahren. Wir haben unser Setup ausgewählt. Wir haben eben die schnellsten Reifen. Und da sind wir eben vor uns hingefahren. Aktuell ist das Platz 4, aber Pascal Wehrlein fährt mit den Softreifen und ist aktuell sogar vor uns. Und ich glaube, diese Runde hier ändert da erstmal nichts dran, oder? Nee, tut sie nicht. Eine Minute, 16,3. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Rosberg, Ricardo und Dani Quert. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Gut, es ist in diesem Training Platz 22 geworden. Wir waren mit den schnellsten Reifen unterwegs und sind trotz der Tatsache, dass manche mit den Softreifen gefahren sind, letzter geworden. Ja. Und das lag jetzt nicht zwingend daran, dass wir so viele Fehler beim Fahren gemacht haben, sondern ja, dass die anderen eben ganz schön schnell waren, ne? Und jetzt gucken wir dann auch nochmal auf die Ressourcenpunkte. Also wir sind dann jetzt nach Training Nummer 2 insgesamt bei 482 und das dritte Training, das sollte ja jetzt auch noch kommen. So, und beim dritten Training haben wir jetzt auch gleich nochmal bombastisches Wetter, haben es nochmal versucht. Natürlich ist dieser 22. Platz mit diesen ultrasoften Reifen etwas erniedrigend. Aber naja, komm, gucken wir mal, wie es im letzten Training lief. Jetzt sind wir Platz 10, aber guckt mal, wir haben ja einen ganz schönen Tempoüberschuss. Das muss doch dann jetzt hier einmal für eine bessere Zeit reichen. Wir waren auf jeden Fall besser als in unserem zweiten Training. Und jetzt gucken wir mal, für was das insgesamt reicht. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Raikkonen und Max Verstappen. Danke, dass Sie heute beim Freien... Ich habe das dann einfach weggedrückt, aber okay. Also, auch in diesem Training ist es für uns Platz 22. Hallo, sieht so aus, als ob du da draußen einen Rivalen hast. Das ist gut, dadurch spricht man über dich. Sorg einfach dafür, dass du besser bist, okay? Wen haben wir denn jetzt als Rivalen? Wen sollen wir denn schlagen? Ach so, Nico Rosberg. Warum bekommen wir den als Rivalen, wenn wir 22. sind? Das wird aber schwer, den zu schlagen. Naja, hören wir uns mal die Voicemail an. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Okay, also wir sollen Sechster oder besser werden. Ich überlege mal, bei den letzten Qualifyings waren wir ja immer so auf Platz 4, 5 oder 6 unterwegs. Aber da wurde ja gesagt, das ist zu unrealistisch. Gut, dann waren wir jetzt in den Trainings auf Platz 22 und haben jetzt als Rivalen Nico Rosberg. Könnte ein interessantes Rennen werden, aber jetzt kommt erst einmal das Qualifying und da gehen wir jetzt auch rein. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade ihre letzten Vorbereitungen ab.
Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Und wir springen sofort auf die Strecke. Wir haben Ultraviolett ausgewählt, wir haben sofort auf das Fettgemisch gestellt und wollten hier Zeiten rausholen, die uns vielleicht mal was anderes bringen als Platz 22. Naja, guck mal, 2 Sekunden. Das bringt dich auf P4. Du bist auf P4 vorgefahren. 2 Sekunden, die wir schon mal schneller sind als im Trainingsdurchgang 2 und 3. Und wir verbesserten unsere Zeit dann sogar nochmal, waren jetzt 8er. Gehen jetzt nochmal über die Ziellinie, verbessern unsere Zeit nochmal. Und das reicht im Endeffekt für... Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Vettel, Hamilton und Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. So, und jetzt können wir mal suchen, wo wir sind. Ach, unten. Na Mensch, zumindest nicht auf Platz 22. Das ist Platz 19. Zwischen Haryanto und Markus Eriksen. Wird ein tolles Rennen. Okay, also wir waren 2 bis 3 Sekunden schneller als in den Trainings. Zumindest bringt uns das von Platz 22 auf Platz 19. Das ist eben bei diesem Schwierigkeitsgrad jetzt so der neue Bereich, in dem wir sind. Ich habe euch ja darauf aufmerksam gemacht. Also es hat halt die Möglichkeit bestanden, im Mittelfeld der Top 10 zu starten. Mit einem Auto, was ungefähr so stark ist wie das von unter anderem ein Max Verstappen, der hier ein bisschen besser abgeschnitten hat. Der ist auch ein sehr junger Kerl, aber sein Auto ist genauso stark wie unseres. Ist das eigentlich dann unrealistisch, dass der da vorne ist? Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Na, zeig mal her. Ach so, 10. oder besser sollen wir werden. Na Mensch, ich bin richtig gehypt auf das Rennen. Also, ihr habt euch so entschieden. Das sind also die neuen Regionen, in denen wir uns rumtreiben. Platz 19 ist es, aktuell ist es auch bei weitem keine Rivalität mit Nico Rosberg. Ihr seht es jetzt hier nochmal, ne? Red Bull Racing und Toro Rosso sind nahezu gleich auf von den Motorenleistungen. Merkt euch mal diese Motorenleistungen für das anstehende Rennen und dann schauen wir mal weiter. Beim Blick aus meiner Kommentatorenbox erkenne ich eine sehr große, unglaublich aufgeregte Zuschauermenge, die gespannt auf ein unvergessliches Rennen wartet. 2007 errang Lewis Hamilton seinen ersten Sieg. Jenson Button holte hier den Triumph 2011 von der letzten Startposition. Hier, beim großen Preis von Kanada, fehlt uns bestimmt nichts an einem weiteren tollen Schauspiel. Wenn Sie ein schnelles Rennen suchen, dann sind Sie hier goldrichtig. 59% der 4,3 Kilometer langen Strecke sind mit Vollgas zu befahren und die Höchstgeschwindigkeiten gehen rauf bis zu 337 in der letzten Schikane. Doch dieses Tempo verlangt Disziplin und volle Konzentration in jeder einzelnen Runde. Denn Auslaufzonen gibt es nicht und wer zu schnell ist, den bestraft die Mauer. Die Strecke hier in Kanada ist sowohl bei den Fans als auch bei den Fahrern sehr beliebt. Wir haben hier schon oft Überraschungen erlebt und heute wird Stefan Römer neben mir Platz nehmen. Mir fällt gerade keine andere Strecke ein, die gegen Ende des Rennens so viel Spannung bietet wie diese hier. Gegen Ende des Grand Prix sind die Bremsen natürlich schon abgenutzt und das Wetter könnte sich geändert haben. Du musst also immer bis zur letzten Kurve hochkonzentriert bleiben. Bis jetzt hatten wir in dieser Saison nicht viel Glück. Wir müssen dem Team zeigen, was du drauf hast. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Raikkonen, Nico Rosberg und Ricciardo. Alonso, Bottas, Quert und Nico Hülkenberg. Perez, Massa, Romain Grosjean und Gutierrez. Wehrlein, Button, Felipe Nasser und Rio Haryanto. Ein Toro Rosso und Eriksson. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
So, also here we are auf Platz Nummer 19, ganz schön weit hinten. So, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, so, wir können die ultraweichen Reifen einfach rauslassen und fahren einfach mit einem Boxenstopp und fahren weich und super weich. Das sind die taktischen Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich habe ein bisschen überlegt. Im Endeffekt hat mir aber das obere hier ein bisschen besser gefallen, weshalb wir das dann auch so akzeptiert haben. Wir gingen dann in die Einführungsrunde. Wetter war ganz in Ordnung. Und ihr seht, ja gut, das dauert hier immer ein bisschen, bis die losfahren. Ich bin es gar nicht gewöhnt. Also, wir haben jetzt hier dann ein ganz tolles Rennen bevorstehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ich gerade nochmal gesagt habe, merkt euch bitte die Motorenleistungen. Also, unser Auto ist so schnell wie ein Red Bull. Ja, das nur mal so als Info. Aber es wird ja leider als grob unrealistisch angesehen, wenn wir dann in einem Rennen im Mittelfeld der Top 10 starten und dann vielleicht sogar mit einer Strategie, die besser ist als die der anderen Wagen, aufs Podium fahren. Das soll ja nicht sein. Also haben wir den Schwierigkeitsgrad hochgestellt. Ich habe ja selber auch eine private Karriere, wo ich auf Ultimativ spiele. Da spiele ich, glaube ich, mit Sebastian, nicht mit Sebastian Vettel, aber da bin ich bei Ferrari reingegangen und Vettel ist mein Teamkollege. Und bei Ultimativ ist es wirklich so, du hast ganz vorne immer Hamilton, Raikön, und ich selber kämpfe dort auch um Platz 8, Platz 9 mit dem Ferrari. Ja, der eigentlich ein sehr schnelles Auto ist, aber diese Karriere ist ja jetzt gerade nicht ausschlaggebend. Aber auf der ultimativen Schwierigkeit ist das Ganze nochmal was anderes. Aber wir sind ja jetzt nur auf Legende, weil Experte war euch ja dann zu einfach. Und es hat ja anscheinend dann auf Unmut gestoßen, zu sagen, wir starten so auf Platz 5, Platz 6 und kämpfen um Platz 3 und wenn es richtig gut läuft, vielleicht auch mal mehr. Ja. Und das, obwohl wir in einem Auto sitzen, das so schnell ist wie ein Max Verstappen beispielsweise oder ein Daniel Ricciardo, die in ganz großer Regelmäßigkeit eigentlich immer auf dem Podium landen. Und ja, wir selber sind auch ein junger Fahrer, Max Verstappen ist auch ein junger Fahrer, aber bei ihm ist das nicht unrealistisch. Da geht der Zeigefinger hoch, da geht das. Naja. So, und jetzt heißt es dann für uns also rein ins Rennen, der große Preis von Kanada und ab die wilde Fahrt. Also, wir haben ganz viele Autos vor uns, ganz, ganz viele. Und an denen wollen wir natürlich vorbei, weil unser Auto eigentlich schneller ist. Und jetzt bildet sich vor uns ein Knäuel und da müssen wir irgendwie vorbei. Und mit diesem Crash haben wir nichts zu tun. Mit diesem Crash haben wir ausnahmsweise nichts zu tun. Das war die KI mal von ganz alleine. Und so sind wir also von Platz 15 auf, von Platz 19 auf Platz 15 und sind jetzt hinter Esteban Gutierrez. Und dann streifen wir direkt mal unseren Frontflügel. Naja, never mind. Gutierrez ist auch auf den Softreifen unterwegs und sitzt im Auto von Haas. Da wehten uns ein paar Blätter durchs Gesicht und auf einmal ist hinter uns Harianto, der da im Windschatten ist und ganz schön viel Tempo aufnimmt. Und wir merken hier schon, mit Gutierrez konnten wir nicht mithalten. Auch auf der Geraden zog er uns dann tatsächlich davon. Und jetzt kommt ja auch nochmal eine ganz entscheidende Stelle und zwar hier geht es ja ganz lange geradeaus, aber auch hier irgendwie ziehen die Autos vor uns ganz schön weit weg, habe ich das Gefühl. Eine Chance ranzukommen haben wir jetzt nicht wirklich, obwohl unsere Motorenleistung eigentlich auch extra weiterentwickelt wurde. Aber die Autos vor uns bleiben schneller. Naja, vielleicht hat Gutierrez da eine ganz spezielle Taktik, vielleicht hat er an seinem Auto was ganz Tolles umgestellt. Das war jedenfalls Runde 1. Wird ja bestimmt nichts Schlimmeres sein. Und mal gucken, ob wir da irgendwie den Anschluss halten und vielleicht auch rankommen. Jetzt haben wir ja nämlich ein kleines Grüppchen, das sich hier gegenseitig ein bisschen aufhält. Allerdings fährt es als geordnetes Ganzes immer noch schneller als wir. Wobei wir jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, hier vorne mal inne vorbeizugehen. Das können wir versuchen. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Wehrlein ist hier neben uns und ja, Gutierrez macht einen Abflug. Das tut mir jetzt natürlich leid.
aber wir wollten da ganz gerne vorbei. Und gerade wenn wir auf Platz 19 starten und eigentlich das schnellere Auto haben, dann wollen wir das doch nutzen. Ja, mit Wehrlein konnten wir dann gerade so mithalten. Gerade so, an dem ging es auch vorbei. Jetzt ist es also Platz 13. Wir liegen nur eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Und jetzt haben wir eben hier nochmal ein paar Autos vor uns mit Felipe Massa, Hülkenberg und Fernando Alonso. Und jetzt schauen wir mal, inwiefern wir uns vielleicht hier an dieser Gruppe halten können, wie sehr die in unserer Nähe bleiben. Aber man merkt irgendwie mit jeder Kurve, die sind nicht ganz langsam. So, hier wollen wir an Massa vorbei, das müssen wir aber lassen. Wir streifen ja mal ganz gern die Curbs, ist ja aber nichts Regelwidriges, ist alles noch im Rahmen. Sonst würde uns das Spiel ja sagen. Und gerade wenn wir so weit hinten starten, finde ich, ist es nicht verwerflich, wenn wir einfach mal sagen, wir ja, fahren hier ein bisschen aggressiver und fahren etwas rücksichtsloser. Auf den YouTuber, der gerne auf Experte weitergespielt hatte, wurde auch keine Rücksicht genommen. Nein, so wollen wir es jetzt hier natürlich nicht aufziehen. Wir versuchen hier innen an Massa vorbeizugehen, aber er fährt außen immer noch schneller als wir. Und jetzt sieht man es hier ganz gut. Wir haben nochmal das DRS und das bringt uns so ziemlich gar nichts, weil er auch DRS hat und so kommen wir dann nicht wirklich an jemandem vorbei. An Fernando Alonso kamen wir dann allerdings im Folgenden vorbei, weil der ein ganz kleines bisschen langsamer war als Hülkenberg und Felipe Massa. Ist also jetzt für uns Platz 12. So, und dann ging das Rennen hier weiter. Es nahm alles seinen Lauf. Und wir ja, haben bei schönstem Wetter hier einfach versucht, unser Rennen zu fahren und das Ganze eben auch so fehlerfrei wie möglich zu fahren. Wollten eben unseren Stiefel runterspielen. Die vor uns sind bedingungslos. Absolut. Absolut bedingungslos weggezogen. Gegen die hatten wir nicht im Ansatz eine Chance. Das muss man ganz klar so sagen. Hülkenberg und Massa fahren hier zeitlich in einer anderen Liga. Beim letzten Teil von Formel 1 muss ich sagen, da sind wir auch auf Legende gefahren. Da lag mir die Strecke. Also es kann jetzt nicht daran liegen, dass wir so schlecht fahren. An uns ging dann ein Sergio Perez auch vorbei, der auch ein deutlich schnelleres Auto hatte und viel schneller unterwegs war. Und es ist eben wirklich nicht so, dass wir hier gravierende Fehler gemacht haben auf der Strecke, aber die anderen waren einfach schneller. Und hier reicht es auch für Perez, dass er innen vorbeigehen kann. Und dann natürlich auch Bottas direkt hinterher. Und jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt direkt hinter ihm, ne? Jetzt kommen wir doch bestimmt mit DRS ran. Oder wir haben gar kein DRS. Dann kommen wir doch bestimmt im Windschatten ran. Denkst du, nix ist mit Windschatten und rankommen und vorbeikommen erst recht nicht. Ja, und man merkte so mit jeder Kurve, dass die Autos vor uns dann doch ein bisschen schneller unterwegs waren. Und es lag eben, wie gesagt, nicht nur daran, oder es lag eigentlich gar nicht so großartig daran, dass wir hier große Fehler gemacht haben. Ein Grosjean schießt an uns vorbei, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das wollten wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen. Und wollen ihn jetzt natürlich auch wieder überholen. Aber er ist halt schneller. Sein Auto ist schneller. Aber Gott sei Dank haben wir hier den Vorteil, dass wir innen fahren können. Und lassen ihn dann jetzt auch irgendwie mit ein bisschen Glück hinter uns. Aber wir halten fest, auch sein Auto fährt auf der Geraden schneller als wir. Und es zog sich dann bis in Runde 16, wir waren mittlerweile auf Platz 10, 11 und hier wurden wir ein bisschen weit rausgedrückt von Grosjean und auf der Geraden, wir gucken mal, wir haben keine Chance, wir haben keine Chance. Mit Windschatten schaffen wir es nicht vorbeizuziehen, weil der Grosjean und sein Motor anscheinend schneller ist. Obwohl das Haas-Team eigentlich hinter uns ist, was das angeht. Naja, und jetzt haben wir hinter uns noch einen Palmer. Auch der fährt schneller als wir. Hat das schnellere Auto. Fernando Alonso sowieso. Palmer wird jetzt ein bisschen auf unsere Seite gedrückt. Wir kriegen es ohne weiteren Schaden. Aber auch ihr, seht ihr,
dass der Herr Palmer eindeutig schneller ist als der Red Bull. Hier wollten wir jetzt inne vorbei. Das gelang uns dann auch, na wenigstens was. Ja, gut, aber er beschleunigt halt schneller, ne? Ist klar. Das bringt die Legendenschwierigkeit halt mit sich. Na wenigstens kommen wir mit dem DRS ein bisschen ran. Und auch vorbei an ihm. Und hinter uns haben wir jetzt natürlich eine ganz schöne Kolonne, die wir hier aufhalten. Und man sieht es hier eigentlich, es ist jetzt nicht so, dass wir hier grobe Fehler machen beim Fahren. Das ist nicht das Problem. Das Problem nämlich an der ganzen Sache ist, dass die Autos hinter uns aus irgendeinem Grund ganz schön schnell sind. Und das bezieht sich auf alle Autos. Hier wurden wir jetzt überholt von unserem Teamkollegen Kwiat. Und jetzt gucken wir mal, das ist quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wer ist schneller? Der Dani. Dann kommen wir im Windschatten ran. Na komm. Na komm. Na komm. Ja. Gut, also der Windschatten reicht auch nicht gegen unseren Teamkollegen. Auch der deutlich schneller und zieht jetzt weg. Und auch ein Palmer ist hier deutlich schneller als wir und geht an uns vorbei. Also wir haben irgendeinen Fehler im System, der unser Auto da ganz schön langsam macht. Und die anderen machen irgendwas richtig. Denn sie gehen alle an uns vorbei. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Wir sind aktuell in Runde 21 von 35. Es ist Platz 12. Aber wir müssen natürlich auch noch in die Box. Das dürfen wir dabei nicht ganz vergessen. So. Und dann irgendwann war es soweit, nachdem auch Grosjean hier an uns vorbeizog. Alle beschleunigten aus den Kurven heraus deutlich schneller als wir. Besser du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Großer Druckverlust im linken Hinterreifen. Plattfuß im Reifen hinten links. Und ob das jetzt so ganz sauber von Fernando Alonso war, das weiß ich jetzt auch nicht. Also wir waren hier auf dem Feld so ein bisschen der Spielball, der von A nach B geschubst wurde. Und Fakt ist eben, wir waren der chancenlose Spielball. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja, und nach diesem Boxenstopp landen wir auf Platz Nummer 17 und können jetzt also auf den superweichen Reifen, die hier mit Rot markiert sind, unser Glück versuchen. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Feld nähern. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. So, und bei dieser Safety Car Phase müsst ihr mir bitte erklären, was hier jetzt Phase war. Beim Safety Car heißt es doch, dass sich alle hinter dem Safety Car einordnen müssen, oder? Das müsste doch so sein. Eigentlich müsste der Safety Car dann warten, bis sich die Kolonne hinter ihm gebildet hat, bis alle wieder da sind. Aber diese Safety Car Phase hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht ganz gepeilt. Jetzt sollte ich nämlich hier auf einmal langsam fahren, um mich dem Delta anzupassen. Ja, unser Sensor am Auto ist jetzt auch kaputt. Naja, lassen wir uns davon nicht beirren. Also, wir sollten auf die Safety-Car-Kolonne aufholen. Allerdings durften wir auch nicht schnell fahren. Das ist auch sehr interessant. Etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Um ehrlich zu sein, dachte ich eigentlich, dass das nur beim virtuellen Safety-Car so ist. Aber wir müssen auch, wenn das normale Safety Car ist, hier demnach langsam fahren, dürfen nicht auf die Kolonne aufschließen. Hier steht jetzt aber, hole die Safety Car Kolonne ein, überschreite nicht das Delta Tempo. Das heißt, wir sollten die einholen, durften aber nicht schnell fahren. Irgendwie habe ich das jetzt nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Ja, der Wagen vor uns ist Lewis Hamilton. Und der fährt jetzt mit uns hinterm Safety Car. Du kannst es überholen. Überhole das Safety Car. Und jetzt wurde uns gesagt, wir sollen das Safety Car überholen. Gut, dann soll dem so sein.
wir müssen jetzt wieder auf die Safety-Car-Kolonne aufholen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell fahren, bis wir die Kolonne eingeholt haben. Ich habe das wirklich so ziemlich gar nicht verstanden, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll. Gut, gegen Hamilton konnten wir dann eh nicht so viel machen. Ich habe überlegt, darfst du den eigentlich überholen? Also, dürfen wir jetzt an Hamilton vorbeifahren? Was passiert da? Habe ich mich so gefragt. Ich habe es jetzt mal noch gelassen, natürlich, weil er hier auch relativ flink unterwegs ist. So, ich bin mal noch hinter ihm geblieben. Hier steht ja, hole die Safety-Car-Kolonne ein. Safety-Car, kein Überholen. Überschreite nicht das Delta-Tempo. Das war das, was mir hier gesagt worden war. So, und Hamilton, der drehte hier einsam seine Runden mit uns. So, und ich habe mir gedacht, so, du fährst jetzt einfach mal gleich vorbei am Lewis. Und dann, weil rechts oben ist ja grün, minus 13 Sekunden. Das muss doch irgendwas heißen. Wir sollen doch auf Safety Car aufholen, dann müssen wir doch auch ganz schnell fahren. Und das Safety Car sollte so langsam fahren, dass wir das gleich einholen können. Bin ich an Hamilton vorbei? Aber das durften wir nicht. Deswegen mussten wir dann Hamilton wieder vorbeilassen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also mussten wir langsam fahren. Ich dachte eigentlich, beim Safety Car ist es so, dass wir jetzt alle uns hinterm Safety Car als Kolonne sammeln. Und dann geht's weiter. Dachte ich. Ist aber nicht so. Das Safety Car fährt jetzt seine Runden. Unten links auf der Minimap haben wir auch gerade gesehen, dass es da seine Kolonne eingesammelt hat. Ja, und wir fuhren halt hier so einsam vorne weiter, ohne irgendwie ein Safety Car jetzt in der Nähe zu haben. Weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein muss, ob ich irgendwas verpasst habe. Aber gut. Wir nehmen das einfach mal jetzt so hin, wie es ist. Runde 26 von 35 und wir sind auf Platz 15. Ich glaube allerdings, dass dieser Regen nicht zum Tragen kommen wird, denn das Rennen, ja, hat noch 9 Runden. In 15 Minuten setzt leichter Regen ein. 15 Minuten, bis leichter Regen einsetzt. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. So, und ja, der Regen hat dann, denke ich mal, nicht mehr allzu viel zu sagen, spielt hier keine allzu große Rolle mehr. Das Safety Car war jetzt einfach weg und wir durften dann jetzt fahren. Hamilton, ja, der ist weg. Wie nix und wir haben eben dann jetzt versucht, hier unser Glück zu probieren. Es ist also Platz 15. Hier haben wir einen Fehler gemacht, das ist richtig. Ja, aber ansonsten war dieses Rennen ja bis dato eher unerfolgreich. Also es war geprägt davon, dass so ziemlich alle Autos auf dem Feld deutlich schneller unterwegs waren als wir. Egal, ob es ein Palmer war, ein Magnussen, ein Wehrlein, ein Grosjean, ein Alonso. Alle Autos sind schneller als wir. Und das auch ohne, dass wir große Fehler gemacht haben. Wenn wir Fehler gemacht haben, ist es klar, dann haben wir auch Zeit verloren. Das sehe ich komplett ein. Aber ja, selbst wenn wir keine Fehler gemacht haben, dann waren die anderen einfach schneller. Alonso mit DRS und Windschatten geht hier vorbei. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Das war regelwidriges Überholen. Deswegen lassen wir Fernando Alonso jetzt auch wieder vorbei. Und gehen jetzt in die letzte Runde beim großen Preis von Kanada. Es zieht sich hier nochmal zu am Himmel. Und wir wollten irgendwie versuchen. Und wir wollten irgendwie versuchen, an Fernando Alonso vorbeizukommen. Und das sollte nicht einfach werden. Unterdessen gewann der, der in einem ungefähr so schnellen Auto wie wir unterwegs sein sollte und genauso alt ist wie wir, Max Verstappen. Auto vor dir beträgt 0,5 Sekunden. Max Verstappen gewann dieses Rennen, aber das ist so grob unrealistisch, dass Max Verstappen ein Rennen gewinnt. Weiß ich nicht, also da müssen wir bestimmt mal was am Schwierigkeitsgrad machen, oder? Das kann ja nicht wahr sein, dass Max Verstappen das Rennen gewinnt. Das ist ja absolut unrealistisch. Der ist in einem Auto, das ungefähr so schnell ist wie unseres, von der Motorenleistung, von dem, wie es ausgebaut ist. Und dann auf einmal wird der Erster. Das kann doch gar nicht wahr sein. Und das, obwohl wir gar nicht so viele gravierende Fehler gemacht haben. Also, das ist natürlich ein absolutes Unding, wie Max Verstappen dieses Rennen gewinnen kann.
Das verstehe ich ja gar nicht. Naja, für uns waren es dann immerhin 0 Punkte. Wir fahren von Platz 19 auf Platz 15. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Rennen besser sind. Das war nicht gerade unser bester Tag. Richtig, aber da darfst du dich ja nicht bei mir bedanken. Also wieder ein fantastischer Sieg für Red Bull. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Das war ein unglaublicher Grand Prix und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute kann das nur Romain Grosjean sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. So Jungs, und jetzt nochmal ganz unter uns. Wollt ihr solche Rennen sehen? Sind euch solche Rennen lieber, als auf Experte zu spielen, wo wir ungefähr auf Platz 6 oder so losfahren und dann am Ende mit Glück auf dem Podium landen? Ist es das, was ihr wollt? Wo ist der Punkt, das verstehe ich nicht, wo ist der Punkt, wo ihr sagt, es ist zu unrealistisch, dass ein junger Fahrer, der in einem schnellen Auto unterwegs ist, so schnell wie der Red Bull, ich erwähne das gerne nochmal, und auch nicht ganz so weit entfernt von Ferrari. Warum ist es da so grob unrealistisch, dass wir hier auch ab und zu mal ums Podium mitfahren? Es ist doch nicht mal so, dass wir jedes einzelne Mal irgendwie auf Platz 2 oder 3 losfahren. Ja, wenn uns die Strecke liegt oder so, wenn wir richtig, richtig gute Zeiten fahren, dann ja. Aber ihr habt doch gesehen, was hier Phase war. Und hier war Phase, dass eigentlich alle Autos auf dem Feld, das heißt ein Magnussen, ein Palmer, ein Grosjean etc., die haben uns nicht nur überholt, wenn wir Fehler gemacht haben. Klar ziehen dann Autos an uns vorbei. Das war aber gar nicht der Punkt. Die haben uns auch auf der Geraden überholt. Normalerweise sollte unser Auto relativ vorne mit dabei sein. Also, ich bitte euch nochmal dann einfach zu sagen, wollt ihr Rennen wie diese hier sehen? Ist euch das lieber, wenn ihr sagt, so, okay, dann startest du jetzt jedes Rennen so auf Platz 19, Platz 20? Oder sagt ihr, ja, okay, vielleicht war das auf Experte dann doch die bessere Lösung, wenn du im Mittelfeld der Top 10 startest und dann ab und zu vielleicht mal aufs Podium fährst, damit wir irgendwann noch hier weiterkommen? Denn ansonsten werden wir hier nur von Saison zu Saison von einem Mittelfeldteam ins andere Mittelfeldteam vielleicht wechseln. Ich habe aber langfristig das Ziel, dass wir irgendwann auch mal bei einem richtig guten Team fahren und Weltmeisterschaften gewinnen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Rennen hier irgendwie gewinnen. Das möchte ich nur mal so anmerken. Also, bitte ich euch, das noch einmal zu überdenken. Natürlich war mir auch klar, es wird hundertprozentig Leute geben, die jetzt sagen, boah, wie schlecht fährst du. Das ist klar. Wenn du richtig gut fährst, dann sagen die alle, boah, stell die Schwierigkeit hoch, und wenn ich dann besser fahre, relativ weit hinten bin, sagen die dann, ja, hättest du mal besser ein bisschen trainiert, du kannst ja gar nicht, du bist richtig schlecht. Ihr seht die Autoleistung, seht ihr das? Wir sind nahezu gleich auf mit Red Bull und Williams.
die uns bedingungslos abziehen. Guck mal bitte, wo das Renault Sport Formula Team ist. Die waren dieses Rennen schneller als wir. Zumindest auf der Geraden. Das nur mal so als Denkanstoß. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, ich bin raus. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Entscheidet, wie es weitergeht. Legende oder Experte. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.